Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt Dienstag früh, wir haben 8 Uhr. Ich fahre heute wieder zum Kunden dreschen und der will auch tatsächlich erst um 12 Uhr anfangen. Wir fahren da 2 Stunden hin. Das ist jetzt nicht so weit weg und von daher, ich muss nur noch tanken. Ich habe die Maschine gestern Abend noch fertig gemacht, also nur noch tanken, AdBlue und den anderen Kram, Diesel. Und dann geht es auch schon los. Maschine ist soweit fertig. Ich mache gleich noch Besorgung, muss gleich noch mal kurz zur Apotheke. Mir ein bisschen Allergietablette noch mal holen. Die sind nämlich alle. Leider, weil ich noch zeigen wollte, da steht er. Also, ich muss nämlich morgens, abends muss ich ja euch die Videodaten noch mal aufbereiten. Das heißt, ich lade die ja Max in den Drive hoch, sortiere die noch mal durch. Und jetzt ist zum Beispiel Dienstag früh. Und dann muss ich noch euch das Thumbnail für YouTube erstellen. Genau, das wollte ich euch nochmal sagen. Zeigen, mal mitnehmen. Und genau, das Video ist ja schon oben. Kann ich euch gleich mal zeigen. YouTube Studios. Ja, wenn ihr das Video da seht, guck mal. Da ist Erntevlog 2. Der kommt heute raus. Da mache ich das Thumbnail jetzt fertig, sozusagen das Bild vorne weg. Und da muss ich mich nachher auch schon beeilen, weil geht immer super schnell Zeit ins Land, wenn man dann hier trödelt, da trödelt. Mit einmal ist dann schon 10 und dann kommen wir erst wieder um 11:55 an. Will man auch nicht. Am liebsten fange ich morgens schon um 9 Uhr an zu dreschen. Die Stunden, die man da morgens hat, die nimmt dann keiner weg. Man muss natürlich gucken, ob der Tau das auch zulässt. Heute Nacht war kein Tau, also wir hätten gestern auch länger dreschen können. Aber das Ding ist, irgendwann kann man sich auch in so Nächten verbrennen, wenn man dann bis 3 Uhr durchzieht und am nächsten Tag wieder um 7 Uhr aufsteht. Und irgendwann ist man dann auch komplett durch. Man muss ja gucken, wenn der Regen jetzt ausbleibt, dass man dieses Tempo auch 10 Tage durchhalten kann. Und du kannst einfach keine 10 Tage mit 3-4 Stunden Schlaf durchhalten in dem Tempo. Deswegen muss man gucken, wann das Sinn macht, sich eventuell zu verausgaben, wann man wirklich bis 3-4 dreschen kann, dass vielleicht man am nächsten Tag Regen hat. Aber ansonsten ist hart. Also wenn viele jetzt sagen, ja, die fahren 20 Stunden jeden Tag, schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich habe mit Videoaufbereitung und danach auch noch ein bisschen zu tun. Morgens noch ein bisschen zu tun. Gestern hatte ich noch ein bisschen Büro in der Firma, bevor ich losgefahren bin. War trotzdem um 9 Uhr schon auf dem Acker. Von daher lieber morgens noch ein bisschen schneller draußen sein, wenn das klappt. Aber muss man da wirklich gucken, dass man sich da nicht zu doll verausgabt. Man kann sich da richtig verbrennen in so Nächten. Gut. Soweit dazu. Bis später. So, da sind wir. Maschine nach Usedom übergesetzt. Malerische Kulisse, muss man ehrlich sagen. Allein schon der Herweg, wenn man nachher an dem Wasser vorbeifährt, an diesem ja, wieder vernässten Gebiet da. Das ist schon schön. Da geht die Straße direkt dran lang. Also die Leute, die noch nie hier waren, kommt man nach Usedom. Schon schön. Wir haben jetzt 17.39 Uhr. Ich fahre jetzt hier schon ein paar Stunden. Ich habe jetzt hier 22 Hektar weg. Ertraglich geht hier einiges bei dem Betrieb, muss man ehrlich sagen. Hier sind auch gute Böden. Wir haben vorhin mal geguckt, zwischen 47 und 60 Bodenpunkte hat das Stück hier. Und was aber am krassesten ist, ich weiß nicht, ob man sieht, da hinten am Horizont, ungefähr ein Kilometer Linie, 800 Meter oder so, ist schon das Wasser. Das heißt, hier nebenan, also das sind die 30 Hektar, nebenan sind auch gleich nochmal 30 Hektar, 60 Hektar quasi an einem Stück, da ist nur ein Feldweg dazwischen. Ja, das ist natürlich geil, ne? 60 Hektar, brauchst nicht umsetzen. Betrieb ist auch gleich da unten sozusagen. Also einmal das Feld runter, direkt anliegend. Also ich kann da, glaube ich, zwar nicht breit auf den Hof fahren, aber direkt auspusten und dann auf den Hof fahren, da tanken und morgen früh wieder raus. Geiler geht es ja im Prinzip nicht, ne? Aber ihr seht, der Bestand sieht wirklich gut aus. Man soll hier wohl auch sehr, sehr lange dreschen können. Werden wir sehen. Regen kommt wohl auch, wenn er erst ganz spät heute Nacht. Also wir werden so lange durchziehen, wie es nur geht. Ich weiß nicht, ob wir die 60 Hektar heute wirklich am Stück schaffen. Ich versuche mein Bestes, aber wenn der Bestand weiterhin so gut bleibt, dann glaube ich, wird es nichts. Weil wir haben jetzt hier 4,3 Hektar in der Stunde und es wären ja noch 38 Hektar. Durch 4 sind 9 Stunden. 9,5 Stunden, sagen wir jetzt ist 17 Uhr, 9 Stunden drauf, ist 2. Oh ja, das geht. 2 geht. 2 ist nicht 3, Leute. Wird gehen. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch mal eine kleine Zone, wo man ein bisschen Tempo machen kann, wo man vielleicht 2 Hektar ein bisschen schneller dreschen kann. Ne?
Aber ansonsten ist der, ich habe schon nach der Sorte gefragt, das ist Reform. Und die drischt sich total geil. Also das ist eine Sorte, das schaffe selbst ich mit Strohhäcksler, also da fehlt mir dann wirklich auch ein bisschen die Leistung, 50 Tonnen in der Stunde. So ziemlich die ganze Zeit. Also normalerweise kann ich, die beste Performance habe ich meistens beim Schwatt, weil ich dann einfach die PS zur Verfügung habe. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, bei der Sorte, klar, mit Schwattablage wird noch mal ein bisschen mehr gehen. Was natürlich auch krass sind hier Fahrgassen sehr weit ausgefahren. Aber man kennt die Bedingungen jetzt hier nicht im Frühjahr. Man weiß nicht die Vorgeschichte dieses Feldes. Kann man gar nicht sagen. Man kann nicht sagen, woran hat es gelegen, Leute. Woran hat es gelegen? So. Aber tonnagetechnisch drischt er sich wirklich gut, weil der auch schön kurz ist. Ich habe vorhin schon gesagt, der sieht so ein bisschen aus, so wie kleine Glöckchen. Sieht das denn immer so? Das ist, weiß ich nicht, der sieht so ganz komisch aus. Ertragreicher, kurzer Weizen, sieht so irgendwie, ja, viele werden das wissen. Und der fällt auch total geil ins Schneidwerk. Also ihr seht, wir können die ganze Zeit so ziemlich ohne Haspel fahren. Wenn wir jetzt natürlich eine Sandstelle kommen, dann sieht die Welt anders aus. Aber hier kommt jetzt der gute Weizen, sagen wir mal der gute Weizen. Und da müssen wir natürlich auch dann runtergehen. Aber der geht auch wirklich gut ins Schneidwerk rein. Und drischt sich gut. Und ihr seht, fahr die ganze Zeit eigentlich so ziemlich ohne Haspel-Einsatz. Da schneidet der sich, oder da schiebt der sich wirklich alleine gut rein. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, jetzt geht der Durchsatz gleich nach oben. Wir fahren meistens die ganze Zeit hier bei 100% Motorauslastung. Und jetzt sind wir schon bei 40 Tonnen in der Stunde und da geht er aber immer weiter hoch. Also das ist... das drischt sich saugeil. Und übrigens, ich habe die Tage mal ein bisschen an den Einstellungen vom Schneidwerk gearbeitet. Das Schnittbild sieht inzwischen auch richtig gut aus. Diese Wellen sind weg, obwohl ich eine Radmaschine habe, sind die Wellen weg. Ja, wir haben vorhin auch schon nach einer Unterkunft geguckt, aber jetzt ist ja hier Usedom Urlaubszeit, 150 Euro eine Nacht für die günstigste Absteige. Nee, lasst mal. Nee, lasst mal. Ich fahre dann lieber nach Hause. Und müssen wir gucken. Also ich fahr nicht so weit, sind 50 Kilometer von zu Hause weit weg. Mir ist heute eigentlich klar geworden, was für eine geile Lage wir in dem Sinne haben, wie dicht wir eigentlich am Wasser wohnen. Und man nutzt das gar nicht so richtig. Aber der Verkehr war auch krass voll. Also wir sind unter 2 Stunden hierher gefahren. Das ging wohl, aber es war wirklich viel Verkehr. Also es ist kein Vergleich, wenn man nachts fahren könnte oder so. Aber es ging. Also unter 2 Stunden. Wir waren kurz vor 12 hier und haben kurz nach 12 irgendwann angefangen zu dreschen. So. Aber seht ihr, das ist das, was ich meine? Also ich fahre hier die ganze Zeit wirklich gute Durchsätze. Jetzt kommt eine Distel und jetzt seht ihr gleich an der Motorauslastung, dass da einfach ein bisschen Grünes da drin kam. Aber ging. So, gut, Leute. Protein ist vielleicht ein Mühe wenig, aber ist egal. Bis später. So, meine Damen und Herren, wir haben 22.19 Uhr. Wir haben... Hier das Vorgewinde waren 9 Hektar. Jetzt haben wir 10 Hektar schon drauf auf dem Stück. 9 Hektar haben wir gemacht. Hier sind wirklich satte Erträge. Wir fahren die ganze Zeit. Gut, der Ertrag geht jetzt nach oben. Das war das Vorgewinde. Aber wir fahren hier die ganze Zeit zwischen 9 und 11 Tonnen auf dem Hektar. Das ist schon krass. Es wird langsam feucht. Ihr seht, der Durchsatz ist schon deutlich drunter gegangen. Also wir sind jetzt unter 40 Tonnen in der Stunde bei derselben Auslastung, bei 100% Motorauslastung. Das ist einfach, weil das Stroh jetzt langsam griffiger wird, das wird ein bisschen feuchter. Und wie ihr auch seht, Verluste, alle minimal, hier roter Verluste, hier vorne beim Strich, das ist 0,5%. Ja, also hier marginal, insgesamt fahren wir ungefähr bei 1% Verlust. Also hier wäre 0,5 und hier wäre 0,75 ungefähr da, bei dem Strich ist auch 0,5, so habe ich mir jetzt eingestellt. Und da im Hintergrund, das ist total krass, da blitzt das schon die ganze Zeit. Das gibt wohl gleich Gewitter, Unwetter. Und ich hoffe, das blitzt gleich nochmal. Ich will das jetzt eigentlich für euch aufnehmen. Los, blitz jetzt. Wenn es jetzt blitzen soll, blitzt es nicht die ganze Zeit. Aber es ist krass, ich wollte eigentlich bei Tageslicht euch noch das Haff aufnehmen, weil wir sind jetzt wirklich direkt an der Ackerkante sozusagen, beginnt schon das Wasser. Aber wenn du beim Andreschen bist,
zu vloggen ist immer ein bisschen blöd. Du brauchst da wirklich beide Hände. Und hier sind auch wirklich super ausgefahrene Fahrgassen. Da musst du dich wirklich sehr konzentrieren. Schade, jetzt kommt kein Blitz hier zustande. Bisschen nervig, schade. Man kann es nennen, wie man möchte. So, hier kommen jetzt mitten auf dem Acker eine Kanzel. Mal ein bisschen außen rum jetzt dreschen hier. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier noch ein bisschen arbeiten kann. Auf jeden Fall ist die ganze Zeit gut Wind. Also es drischt sich noch eigentlich schon noch fast wie trocken. Klar, ein bisschen feuchter ist es geworden. Aber es ist kein Vergleich zu den letzten Nächte, die wir teilweise so lang gemacht haben, wo der Tau wirklich so doll schon war. Kein Vergleich. Also jetzt rutscht das auch noch alles über den Schneid weg richtig gut. Wir können auch mit kaum Haspel-Einsatz fahren. Aber das ist ja eben Gulli. Also geht alles problemlos. So. Aber ihr seht, da wo ein bisschen sandiger ist, kommt auch hier gleich die Melde durch. Ich denke mal, im Gesamten gibt es hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Tau, wenn da vorne nämlich das Wasser ist. Und hier haben wir wieder, glaube ich, ist hier wieder eine ausgefahrene Fahrgasse? Ein bisschen, ganz bisschen hier in der Mitte. Aber da, hier geht das noch. Gut, ich fahre mal wieder ein bisschen weiter und halte euch auf den Laufenden, ob jetzt Regen kommt oder nicht. Aber wie schlecht doch eine GoPro, bei wenig Licht ist, oder? Muss man ehrlich sagen. Also, tatsächlich, kurz nachdem wir gesprochen haben, fing der Regen an. Ich bin jetzt schon auf dem Weg nach Hause, bin gleich zu Hause. Wir haben gleich 24 Uhr. Und 43 Hektar habe ich heute geschafft mit 300 und, glaube ich, 30 Tonnen oder so. Oder 23 Tonnen, irgendwie so um den Dreh. Also war eigentlich relativ gut. Jetzt hat es aber erstmal geregnet. Jetzt müssen wir morgen gucken, wie wir da vorankommen. Ob wir da weitermachen können. Hier zu Hause hat es auch geregnet. War jetzt auch nicht viel, kein Gewitter oder so. Alles im Rahmen. Bisschen normaler Regen, alles in Ordnung. Also für die Bestände, die wir jetzt hier noch zu stehen haben, meine restlichen 70 Hektar. Wunderbar. Morgen geht es da wahrscheinlich weiter. Und ja gut, ich brauche nicht in die Richtung drehen. Seht ihr mich eh nicht. Morgen geht es da wahrscheinlich weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen, wieder. Und dann versuche ich auch ein bisschen mehr so mitzunehmen. Ich habe jetzt relativ viel live gestreamt von morgens bis abends, habe die Leute da mitgenommen. Und dann machen wir nochmal wieder ein bisschen mähdresche Erklärung. Glaube ich, das kommt ganz gut. Wieder vielen, vielen Dank und dann bis zur nächsten Folge.